So, und weiter geht's. Ich habe das Ganze jetzt nochmal gemacht und meine Maus viel zu langsam eingestellt. So, schön. Das heißt... Wir werden wohl gerade gefunden. Ich habe das Ganze nochmal gemacht, weil wir Paolo ja theoretisch eliminiert haben. Er hat sich ja in Ratten aufgelöst. Und das Ganze zählt als Tötung. Und das wollen wir ja vermeiden. Das heißt, ich habe den Guten jetzt leben lassen. Hab nochmal ein bisschen hingespielt und habe da hinten dann alles freigemacht. Hinter der Kaserne schnüffelt ein Hund herum. Er verjagt ihn fast täglich. Er behandelt den Hund besser als seine zwei Töchter. Oh, nett. Auf jeden Fall fahren wir dann jetzt erstmal weiter. Schön Achterbahn fahren. Sieht schon ein bisschen geil aus. Ich sehe Jinders Anwesen von hier. Das Tor ist unten. Ich brauche den Code. Alles klar. Also hier geben wir den Code ein. Gut, dann schauen wir mal. Alles klar, wir machen das Ganze jetzt ansonsten. Am besten. Ja. Wir setzen. Moment. Eine Narkomine wäre nicht schlecht. Nur falls wir Besuch kriegen sollten. Dann wird die Zeit verlangsamt. Springen an ihm vorbei. Holen uns erstmal seinen Kollegen. So, schlaf gut. So, gebt mir euer Geld. Das macht mich glücklich. Und dann könnt ihr hier weiter schlafen. Hier fällt er nicht so auf, falls jemand reinkommt. Gut, was haben wir hier? Granaten. Granaten sind super. Benutzen wir ja auch so oft. Mehr? Mehr irgendwas? Geld. Das Klo. Erstmal spülen hier. Wenn meine Taste funktioniert. Schön, viel besser. Das Beste, das dieser Stadt hier passiert ist. Gebt mir ein paar mechanische, dann räume ich schon auf im Staubbezirk. Ich weiß nicht, vielleicht waren die Tallboys besser aus der Zeit der Seuche. Da standen die Leute noch gerade. Andere Zeiten. Geht es nach dem Herzog, haben wir in einem Jahr eine Armee aus mechanischen Soldaten. Gerade an mich denkt. Trinken die beiden hier ihren Tee. Dann gehen wir sie mal besuchen. Wow, scheinbar doch nicht. Das erkennt man sofort.
einfach eine Doppelschicht übernehmen. Der Vater des Herzogs war. Hier kann man echt kaum noch Luft holen. Wo ist er hin? Okay. Das ist nicht so gut. Hallo? 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 Tja, war wohl doch nichts. Klar, sagt er. Aber diesmal meine ich es ernst. Drecksluft. Ekelhaft. Kann nicht gesund sein. Wir können ja mal gucken, wo es hier hinten lang geht. Schön, neue Bolzen. Bolzen sind immer super. Oh, das hier scheint der Zahnarzt zu sein mit Fußpflege. Nom nom. So, dann machen wir die Tür auf. Wieso kommt er denn nicht? Steht da und sortiert. Hallo? Jetzt ist gut, jetzt ist er hinter dem anderen, glaube ich. Oh, ich wollte schon sagen, ist der andere jetzt weg? Was passiert ist, könnte alles sein. So. Haben wir euch beide auch? Wo packen wir euch am dümmsten hin? Wir könnten euch auf den Schrank packen, wo ich eben saß. Das ist gut. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Ach, weißt du was? Dann bleib hier liegen. Eine Nacht im Puff. Eine einzige. Und jetzt habe ich überall Schanker. Hallo? Ach, jetzt. Oh ja, der Tank ist leer, natürlich. Können wir hier die Tür nochmal zumachen? Danke. Oh, wenn er jetzt hier reinkommt, dann müssen wir ihn unten schnell von der Tür wegräumen, weil da ist ja noch die Mine. Und da kommt er. Schnell die Tür wieder zumachen. Komm mit. So, hier kannst du es zu deinen Freunden legen. Und wir gucken jetzt erstmal weiter nach oben. Dann geh und kümmere dich drum. Okay, wir wollten auf jeden Fall nach oben. Und das machen wir jetzt auch erstmal. Hallo? YP
unser ABC, so geht unser Apfelbeet. Oh, unser Apfelbeet. Okay. Scheint ja erstmal nichts mehr zu sein. Oder ich hab's einfach übersehen. Ne, sieht nicht so aus. Ist noch höher? Oh. Wir haben wohl Besuch. Dann sollten wir den schnell wegräumen. Hallo, lass mich doch hier runter. Komm her. Tür zu. So. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch einer kommt. Ich habe keine Lust, immer runterzulaufen. Ach ja, ging es nicht, alles klar. So. Geld? Nix, nix. Zumindest nichts, was wir brauchen können. Sehr schön. Hallo? Ah, der neue Code. Alles klar, haben wir. Der Nebenstraßenschlüssel. Sehr schön. Was hast du hier noch? Scheinbar nichts. Nun gut. Wir könnten noch... Da die Mini ja noch eine Aufladung hat, können wir ja noch wen herholen. Mal kurz gucken, jemand in der Nähe. Ich helfe dir beim Suchen. Oh, jetzt kommt es zu weit. Das war irgendwie nicht so der Plan. Ja. Na, komm, komm, komm. Brauche noch eine Mine. Setz die Mine! Kann ich keine Mine setzen? Doch. Und jetzt weg hier. So, jetzt finden die anderen den und die kommen auch rein. So, Probleme gelöst. Machen wir erstmal die Tür zu und räumen auf. Diese Mine, ne? Kann ich die Tür nicht zumachen, wenn hier jemand liegt? Alle Münzen bei sich. Unglaublich. Voll gut. Ah, sind sie denn niedlich, wie sie hier alle schlafen? Gut. Dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Unbemerkt möglichst. Nicht das erste Mal, dass ich auf einem Steckbrief bin.
Holen wir ihn? Holen wir ihn nicht? Ich würde sagen, wir holen ihn. Steht da sowieso gerade so gut. In der Hoffnung, dass er sich jetzt nicht umdreht. Habe ich meinen Schrank abgesperrt? Das weiß ich nicht. Mal habe ich's vergessen und hatte danach einen Hexenfisch in der Jacke. Super. Oh, da ist noch einer. Komm. Hä? Hey, wo bist du hin? Können wir hier auf die Tür? So aus. Sehr gut. Ja, wo ist er? Wo ist er? Jemand sollte hier Wache halten. Finde ich auch. Gut, dann mach ich's. Komm raus aus deinem Loch! Gut, so hat das nicht funktioniert. Das war irgendwie doof. So, jetzt aber. Gib mir Geld. Und dann kannst du dich hier mit hinlegen. So, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal da hinten rum. Bevor wir jetzt nach hier vorne weitergehen. Ist da noch irgendwas? Die Alarmbimmel, die brauchen wir nicht. Dip, 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 dip. Hier ist nichts. Nix. Oh, eine weiße Ratte, komm her. Komm her. Oh, aufgegessen. Noch eine weiße Ratte. Aufgegessen. So. Hallo? Wieso kann ich die nicht ausmachen? Doch. Ja. Hallo? So, mit Schwung geht das viel schöner. Mit? Hat jemand gesehen? Nein. Das ist eine weiße Ratte. Komm her. Lass dich aufessen. So ist gut. Schlaf gut. Oh, Wahlknochen. Perfekt. Dann gehen wir erstmal wieder da hoch. Da können wir rein. Da können wir rein. Okay. Dann gehen wir erstmal hier rein. Also, Werra ist ein Freund des Herzogs. Sie und ihr Mann bekamen einen mechanischen Soldaten Monate vor allen anderen. Sie gaben eine Feier und wir packten ihn aus. Hätte ich nicht mein halbes Leben in Potter's Gate vergeudet, würde ich vielleicht auch zu so etwas eingeladen. Wichtig ist immer, wen man so kennt. Da stimme ich Ihnen zu, Teuerster. Warum hat der Großerfinder Ihnen den Mechanischen also weggenommen? Hätten Sie den Herzog nicht um Hilfe bitten können? Oh, nach dem Vorfall wollten Sie ja, dass er verschwindet. Aber er hielt doch die Räuber fern. Bella und ihr Mann waren bestimmt froh darüber. Ja, aber nachdem er das Diebespaar und ihre Belga getötet hatte, schlachtete er Bellas Gärtner ab. Die arme Bella sagte, die Veranda hätte wie ein Wahlschlachthaus in Dunwall ausgesehen. Okay. Was gibt's hier unten noch?
Sehr schön. Oh, Geld. Hallo? Komm, mein Herz, erzähl mir was. So müde. Wie lang, mein Herz? Wie lang muss ich dieses Schattendasein fristen? Nun, ich würde sagen, solange ich dein Herz in der Hand halte. Hallo? Tür auf. Ich glaube, meine F-Taste funktioniert wirklich nicht mehr. Oh, wir haben da drüben wohl was vergessen. Und hier oben ist auch noch was. Dann nehmen wir erst das hier oben mit. Klatsch. Blutfliegen, super. Ich bin ja begeistert. Au, 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 au. Gut. Nehmen wir hier noch das Gemälde mit. Und dann holen wir uns erstmal noch das, warum wir eigentlich hier sind. Und dann gehen wir darüber nochmal schnell. Wo war das? Da, okay. Ist da oben offen? Nee. Schade. Jetzt hätten wir, ups, da nochmal reingekonnt. Alles klar. Und das haben wir dann auch. Jetzt gleich irgendwann, wenn wir es nehmen können. Verdammt, ich will es nicht mal. Oh, eine Zweiermünze. Und noch mehr Münzen. Sagen hier noch mehr? Ja. Brauchen mehr Münzen. Gibt es eigentlich noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? Also außer die Münzen? Okay, scheint jetzt erstmal nicht so. Dann gucken wir uns jetzt weiter hier hinten um. Okay. Gut, hier scheint es erstmal nichts mehr zu geben. Gut, gut, gut. Also könnten wir jetzt mit dem Wagen weiterfahren? Oder wir hüpfen hier einfach rüber? Ach komm, wir hüpfen. Das ist bestimmt lustiger. Wir werden sterben. Einfach sterben. Aha, du bist tot, Baby. Können wir hier hoch? Um einfach nicht zu sterben? Ja, sehr schön. Das ist schon schön. Finde ich irgendwie super. Na gut, dann wollen wir mal weiter. Okay. So. Hopp. Hopp. Na, nochmal speichern, vorsichtshalber. Und. Tschu. Ah ja, so wären wir auch angekommen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Nein, ich glaube, wir holen das Ding schnell. Oh Gott, ich hoffe, man kommt zurück. Ah, lass mich mal hier runter.
So. Dann geht's hier wieder hoch. Krabbeln? Scheiß auf Krabbeln. Gehen direkt hoch. So. So, das war die 009. Haben wir uns gemerkt. Was zu lesen? Noch irgendwas? Ach hier, erstmal noch einen Happen. Und dann fahren wir da hoch. Maschinenhaus. Oh yeah. Klar, schon sind wir da. So. Wollte ich mal kurz gucken. Okay. Jindosh hätte auf der Akademie für Naturphilosophie bleiben können. Dort hätte er vielleicht was Gutes getan. Sesam, öffne dich. Ah, das ist, glaube ich, auch das Haus, wo man Probe spielen konnte. Müsste ja der Clockwork Tower sein, ja. Ich muss Jindosh eliminieren und Anton Sokolov finden. Okay, wir essen erstmal. Und dann hören wir schon mal zu. Willkommen in meinem Haus, Fremd. Hallo. Sie einen Termin haben, gehen Sie weiter und warten Sie. Andernfalls möchte ich Sie über die hier zum Einsatz kommenden und äußerst beachtlichen Verteidigungsmechanismen in Kenntnis setzen. Viele sind ohne Einladung gekommen, aus Gründen so vielzählig wie die Fische im Ozean. Aber von jenen, die eine Erkundung wagten, kamen nur wenige wieder raus. Hm, werden wir sehen. Okay. So, da ich ein bisschen was über den ganzen Mist hier weiß, weiß ich, dass, so wie wir einen Hebel benutzen, weiß er, dass wir hier sind. Das heißt, wir werden, weil wir natürlich leise sein wollen, das Ganze ohne Hebel machen. Und weil wir so leise sein wollen, machen wir natürlich auch gleich erstmal Krach. Gut. Und wie wir das Ganze hier bewältigen, das gucken wir uns im nächsten Part an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss und so.